Der gute alte Glore hat mir dieses Video geschickt. Carsten Stahl äußert sich auch zu der Attacke von Fat Comedy an Oliver Pocher. Guck mal alleine, was er hier hält, was er hier hochhält. Arbeitsloser Möchtegern-Rapper. Erstens, Fat Comedy ist kein Rapper. Ob er arbeitslos ist, sei mal dahingestellt. TikTok zählt irgendwo als Arbeit, glaube ich. Keine Ahnung. Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin Ritter vom Bündniskinderschutz und Stopmobbing in Deutschland und Österreich. Vorbilder tragen Verantwortung. Grundsätzlich trägt jeder Mensch in unserem Land eine Verantwortung für das, was in unserer Gesellschaft passiert. Aber Vorbilder, Menschen, zu denen man aufschaut und die eine Reichweite haben oder die vor allen Dingen ein junges Zielpublikum haben, tragen eine ganz besondere Verantwortung. Aber nicht jeder wird dieser Verantwortung gerecht. Oft wird diese Verantwortung auch missbraucht. Und oft sind auch mit die Medien daran schuld, dass man überhaupt diese Verantwortung missbrauchen kann, weil sie es teilweise mitteilen, Menschen Bühne geben, Platz geben im Fernsehen, dass sie Dinge von sich geben können, die andere erniedrigen und fertig machen oder sogar zu Selbstmordgedanken führen. Seit fast 9 Jahren setze ich mich in Deutschland gegen Mobbing ein, gegen Erniedrigung, gegen Hass, gegen Rassismus und gegen viele andere Dinge, besonders wenn es um Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder geht. Das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Und nicht nur ab und zu, wie der ein oder andere Promi, sondern ich mache es jeden Tag. Das will ich nicht vorwerfen, die haben ja auch viele andere Sachen zu tun, aber das ist ein Thema, was ich nun mal mache. Und es gibt immer wieder Promis, die Dinge von sich geben, die mich bestürzen, die mich auch wütend machen. Und es gibt Leute, die auf dem Rücken anderer über deren Leid sich bereichern und wichtig tun. Und die Medien greifen das da auf, weil Mobbing ja normal ist und Erniedrigung und Demütigung normal ist. Man kann damit ja auch Quote machen, sieht man ja an diesen ganzen TV-Sendungen, die in den Sendern, meistens bei den Privatsendern auch gezeigt werden. Mit Erniedrigung, Mobbing, ja, ekelhaften Verhalten, ja, asozialen Verhalten wird Quote gemacht. Aber wisst ihr, jetzt kommen wir zu diesem Fall hier. Und hier, sagen wir mal, sitzen mich 2 Seiten der Medaille. Hier ist jetzt ein Artikel, der die Überschrift dreht von der Wortwahl von Amira Pocher, die Frau von Oliver Pocher. Und Oliver Pocher und ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit lang. Nicht persönlich, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir sind schon mal aneinander geraten. Weil Oliver Pocher etwas betreibt, was ich so nicht hinnehmen kann. Die ganze Zeit lang habe ich mich dem Mann auch gar nicht mehr angenommen, weil ich ihm auch gar keine Bühne mehr geben wollte. Aber jetzt ist etwas passiert, was einfach auch wichtig ist, weil es 2 Seiten der Medaille hat. Und erstens, was hier passiert ist, diese Gewaltattacke gegen Oliver Pocher, das ist, und das muss man auch so sagen, auch nicht rechtens. Ja, hat er zu 100% recht, da stimme ich ihm auch zu. Und in keinem Fall kann man das für gut heißen, weil Gewalt nie eine Lösung ist. Aber ist diese Gewalt jetzt entstanden aus dem Nichts oder ist es etwas, was durch die Taten von Oliver Pocher provoziert wurde und mitgeschürt wurde? Egal, was er gesagt hat, es wäre nie rechtens, jemandem Gewalt anzutun. Aber er ist mit all dem, was er so von sich gegeben hat, immer durchgekommen. Er wurde sogar von den Medien unterstützt. Und andere, die was gesagt haben, dagegen gesagt haben, die wurden nicht gehört. Man hat gezielt Oliver Pocher eine Bühne gegeben und andere nicht. Und Oliver Pocher ist jemand, der gerne auf Themen aufspringt. Er hatte Schweinegrippe, genauso wie er dann Corona hatte. Er nimmt Themen an. Und er zeigt mit dem Finger auf andere, macht es aber nicht besser. Er verurteilt das Verhalten während der Pandemie von Menschen, die nicht geimpft sind oder die während der Pandemie verreisen, macht es aber dann nicht besser. Er nimmt sich heraus, auf einer Veranstaltung keine Maske zu tragen, sich über das Gesetz zu stellen. Krass, sehr starkes Video bis jetzt. Ich bin gerade ein bisschen, ich bin sehr positiv beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich dieses Video in diese Richtung entwickelt. Okay? Und dann auch noch den Polizisten gegenüber dumm zu kommen, sie zu beleidigen, wird dann weggezerrt. Ja, er ist jemand, der keine Grenzen kennt, weil man ihm keine Grenzen setzt und weil man ihm alles durchgehen lässt. Und das kenne ich ganz gut, das passiert in den Schulen nämlich auch oft so, wenn die Lehrer wegschauen, wenn Kinder mobben und keine Grenzen aufgezeigt werden. Und Oliver Pocher, der, was er da betreibt, ist Ausgrenzung, Diskriminierung und er betreibt nicht mit allem, was er tut, betreibt aber Mobbing. Und das tut er schon eine ganze Weile und damit kommt er durch. Er wird ja auch gepusht und gefördert. Und das, was jetzt aber hier Amira von sich gibt, ich kann ihre Wut verstehen, weil sie wütend ist, dass ihr Mann angegriffen wurde. Und das ist doch nicht der richtige Weg gewesen. Man hätte ihn aber stellen müssen. Man hätte sich mal mit ihm zusammensetzen müssen in einem Interview und man hätte den anderen mal eine Bühne geben müssen. Aber das gibt's ja nicht. Er kann sich hinstellen und seinen Rotz von sich geben in seiner Bildschirmkontrolle und jemand an anderen Seiten wäre nicht gehört. Nein. Wisst ihr,
Kascha Lehnert ist durch diesen Mob im Netz zu Tode gekommen. Sie hat sich umgebracht durch diesen Mob, der durch die Lügen und die Intrigen, die durch Jerome Boateng losgetreten wurden und durch die Zeitung mit unterstützt worden, so verzweifelt gewesen, dass ich das Leben genommen habe. Und da war, ich bin derjenige, der an der Seite der Familie steht, der bei der Beerdigung war. Also mir muss ja keiner eigentlich so Scheiße erzählen, ich kenne alle Beweise. Und wir haben das Thema auch öffentlich gemacht, auch in den Spiegel gebracht. Und dann an einer neuen Seite Artikel. Was hat aber Herr Pocher gemacht, als es hieß, Kascha hat sich das Leben genommen? Er hat gezielt versucht, davon abzulenken, dass das nichts damit zu tun hat, weil er selber jemand ist, der Mobbing tagtäglich und Diskriminierung und auch andere Dinge in seinen Dingen betreibt. Und er hat sogar eine, was auch immer, für eine Psychologin dazu geholt und ihr eine Bühne gegeben, damit sie das abschweift, damit sie davon verharmlost, was Kascha passiert ist. Das war widerwärtig, Olli, widerwärtig. Und das habt ihr beide betrieben. Du und Amira habt das betrieben. Um davon abzulenken, was ihr selber betreibt. Ein paar Monate später kam die Wahrheit über Kascha heraus, im Spiegel. Da habt ihr nicht das Maul aufgemacht, da habt ihr ja nichts gesagt. Nee, weil ihr immer nur das tut, was euch in dem Moment hilft. Und dafür habt ihr euren Podcast und ihr macht den Titan. Du hast mich damals auch verarscht. Mann, Olli, habt ihr so gesagt, Mann, hast du dich als mich verkleidet, dass du richtig Mühe ihm. Das war eine Form von Comedy. Ob du mich magst oder nicht mich magst, ist dabei ja keine Rolle, aber du bist ein Vorbild, genauso wie ich. Und du darfst deine Vorbildfunktion nicht benutzen oder ausnutzen oder dafür nehmen, um andere Menschen einen wissentlichen Schaden zuzuziehen. Oder Scheiße zu erzählen, das tust du regelmäßig. Ich meine, jetzt zieht er so ein bisschen die Luft raus, bist ja nicht mehr so aktuell, aber springst ja auf jeden Zug aus. Deine Frau ist ja jetzt ein bisschen mehr im Mittelpunkt und deine Frau verhält sich auch weitaus besser als du. Und dass sie hier wütend jetzt solche Dinge sagt, wie Arbeitsloser möchte gern Rapper. Was er nicht war, Fat Comedy ist erstens kein Rapper, zweitens nicht arbeitslos, möchte gern, sei mal dahingestellt, keine Ahnung, habe keinen Kontakt zu ihm, kenne ihn nicht persönlich. Aber das sind einfach falsche Aussagen, das sind falsche Tatsachen. Und das ist das, was mich an diesen Mainstream-Medien aufregt. Wir haben uns vorhin alles angeguckt, was für Artikel es darüber gibt. Und überall steht, er wäre Rapper. Nein, er ist kein Rapper. Er ist der Freund von einem Rapper, der Freund von ihm. Ihm wurde unterstellt, er hätte eine famegeile Nika Irani vergewaltigt. Es hat sich später herausgestellt, durch sehr, sehr viel Mühe und Arbeit und einer wirklich kranken Falle, die dieser Person gestellt wurde, dass all die Beschuldigungen erlogen und erstunken waren, nur damit sie Fame wird, nur damit sie Reichweite generiert, hat sie auch geschafft. Sie hat sogar den blauen Haken dafür erhalten. Und kein Arsch, der damals das Ganze groß gemacht hatte, ob nun eine Shirin David oder diverse andere da draußen, die sich solidarisch gezeigt haben mit dieser Nika Irani, haben sich im Nachhinein für diesen Fehler, den sie begangen haben, entschuldigt oder gerade gemacht. Es wurde totgeschwiegen. Es gab da so diese paar Influencer, unter anderem auch mich, die das Ganze aufgedeckt haben, aber es haben halt normale Leute das nur mitgekriegt, nicht der Mainstream, der das eigentlich hätte mitkriegen sollen. Sehr, sehr vielen Leuten im Kopf ist immer noch verankert, Samra wäre ein Vergewaltiger. Diesen Stempel hat er jetzt aufgrund einer falschen Tatsache. Wer hat Nika Irani damals dazu ermutigt und ihr sogar finanziell unter die Arme gegriffen, dass sie da wirklich hart gegen vorgeht? Oliver Pocher. Warum? Weil er hegt einen Groll gegenüber Rappern. Das hat er selber des Öfteren halt in Interviews etc. zugegeben. Aber dass man dann so weit geht, dass man wirklich versucht, über so eine eklige Thematik diesen Krieg zu gewinnen, diesen Leuten zu schaden, ja, diesen persönlichen Konflikt als Sieger zu verlassen, finde ich absolut arm. Ja. Und Fat Comedy wollte jetzt seinen Kollegen rächen, warum auch immer er das jetzt gemacht hat. Er wollte so seine Loyalität zeigen und was auch immer, ist dann dahingegangen vor laufenden Kameras. Und jetzt seht ihr, wir haben den Salat. Überall wird jetzt von Migrant, Rapper, möchte gern, arbeitslos und mit solchen Wörtern wird jetzt um sich geschmissen in den Mainstream-Medien. Und was verschafft das wieder für ein Bild von uns allgemein Ausländern? Naja, kein wirklich gutes. Jeder denkt, oh, die sind alle so. Nein, sind wir nicht. Ja? Weil einer sowas gemacht hat, heißt es nicht, dass alle gleich sind. Nichtsdestotrotz, es wird wieder ein neues Bild abgespeichert in unseren Köpfen. Ja, das ist natürlich ihrer Wut entsprechend, weil man dich attackiert hat. Auch das hier, Amira, ist der falsche Kontext, den du sagst. Ja? Ja? Und dass der Olli sich hier ein paar gefangen hat, ist natürlich
darf man auf gar keinen Fall für gut heißen. Aber es sind ja die Geister, die er selbst gerufen hat. Durch das, was er gesagt hat, ich bin mir sicher, der hat schon privat öfter mal Ansagen bekommen bei dem, was er sich von sich gibt. Aber stell dir mal vor, wie viele Menschen, besonders junge Menschen oder Frauen, er attackiert hat mit seiner Bildschirmkontrolle, mit mir auch immer wieder. Ich meine, ich stehe da drüber, stell dir mal vor, ich würde einfach durchdrehen. Ich meine, würde ich nicht machen, weil er für mich einfach überhaupt keine Person ist, weil ich überhaupt nicht für voll nehme. Für mich ist Olli ein Troll, gefördert und unterstützt durch die Medien, die ihn benutzen, ja, weil es einfach in irgendeiner Weise ihnen vielleicht auch nutzte zu tun, ja, und daran sich natürlich auch Quoten machen. Aber entscheidend ist, dass das, was er hier jetzt bekommen hat, leider die traurige Rechnung ist für das, was er die ganzen Jahre gemacht hat. Und Olli, jetzt kannst du natürlich pöbeln oder du kannst jetzt hier arbeitsloser Rapper sagen und ihr könnt ihn beleidigen oder vielleicht, oder das aufspringen, entscheiden vielleicht welche davon, weil er eine andere Nationalität hat oder besser gesagt einen Migrationshintergrund, dass jetzt welche schon wieder mit der irgendeinen rassistischen Scheiße kommt. Bitte belastet. Olli, du hast jetzt hier traurigerweise Gewalt erfahren, aber du machst seelische Gewalt gegen Menschen, regelmäßig, nicht mit allem, was du tust, aber oft. Hast du dich da jemals für entschuldigt? Oder wenn du falsche Dinge gesagt hast, jemals für entschuldigt? Nein. Das, was hier gemacht hat, ist die Konsequenz daraus, was du getan hast. Und überleg doch mal, diese ganze Situation, auf was das hier basiert, dass du dich hinter einer Person gestellt hast, die etwas in den Raum gestellt hat. Du wusstest nicht, ob das so ist. Wenn man es nicht genau weiß, sollte man damit aufhören. Es sei denn, sind so Dinge wie jetzt zum Beispiel bei Sinan G, dass er die Dinge selber gesagt hat. Er hat sie selber gesagt und die kann man verurteilen. Aber wenn man nur etwas hört, was noch nicht bewiesen ist, dann sollte man vorsichtig sein. Nein, du springst immer drauf auf, du nutzt das und bringst das nach vorne. So hast du es mit Menschen gemacht, die sich nicht impfen lassen wollen. So hast du es gemacht mit Menschen, die in Urlaub gefahren sind in der Pandemie. Und was machst du selber? Du fährst nach Amerika, du hast die Amis noch verurteilt, weil sie ohne Masken rumrennen. Dann fährst du nach Amerika, bist hier beim Football dabei, hast selber keine Masken auf der Fresse. Was für eine heuchlerische Doppelmoral legst du da an Tag? Ja? Also deswegen, Vorbilder tragen Verantwortung, die trägst du auch. Und ich würde jetzt einfach sagen, vielleicht lernst du einfach mal aus dieser Sache hier. Er sagt, vielleicht lernst du aus der Ohrfeige. Ja, das war ja früher in der Kindererziehung genauso. Ja? Ach. Ja, weil ich möchte nicht, dass du noch mehr vielleicht Gewalt erfährst oder ja noch schlimmere Dinge passieren, nur weil du einfach deine Fresse nicht kontrollieren kannst. Weißt du? Deshalb geh damit einfach mal sachlich um, ja, das ist eine scheiß Situation, aber ich würde jetzt nicht noch mehr Feuer reinschmeißen, dann eskaliert die ganze Geschichte vielleicht nachher noch, ja, und das, was hier der Rapper gemacht hat, oder wie er sich ja selbst nennt, ich mag das nicht so, wie er sich da nennt, aber das ist ja sein Ding, wenn er da irgendwie sich als Punkt-Punkt-Comedy bezeichnet, das, was du gemacht hast, war auch falsch, das ist nicht richtig, und zumal, wenn man schon jemanden angreift, dann geht man auf den zu, guckt ihn ins Gesicht und gibt ihm die Möglichkeit, sich zu verteidigen, das war nicht korrekt, ja. Also in keinster Weise, egal welche Hintergründe sind, die Wut, die dabei ist oder die Motivation. Aber genau das ist ja das, was in Schulen passiert. Mobbing kann ganz schlimme Konsequenzen haben. Wegen Mobbing bringen sich jeden Tag Kinder um. Wegen Mobbing entstehen Amokläufe. Mobbing fördert Gewalt. Mobbing ist Gewalt. Ja. Das war körperliche Gewalt. Aber Oliver, du warst, ist seelische Gewalt. Ja? Und du hast sehr viele Sachen gelöscht, ja, um Platz zu schaffen. Olli, wen willst du hier eigentlich verarschen? Du hast die Dinge runtergenommen, damit man das nicht mehr nachvollziehen kann und weil vielleicht das eine oder andere läuft. Also, wen willst du hier verarschen, ja? Und jetzt kannst du auch gerne wieder ein Video gegen mich machen oder wen auch immer. Oder könnt ihr einen Podcast da weitermachen? Weil für euch geht es vor allen Dingen darum. Das ist eure Motivation, ja? Sehr, sehr traurig heutzutage. Wirklich sehr, 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 sehr traurig. Muss man hier einfach sagen. Es ist bei sehr vielen Leuten, die sich halt in der Medienlandschaft befinden, wie ein Oliver Pocher oder diverse andere halt, die in der Öffentlichkeit, im öffentlich-rechtlichen etc. oder in normalen Fällen dann halt zu sehen sind, geht es leider Gottes sehr, sehr oft um Geld und man versucht sich wirklich auf Teufel komm raus relevant zu halten, indem man solche Skandale hinaufbeschwört. Dieser jetzt explizite Fall, das hat er mit Sicherheit nicht kommen sehen, okay? Er wird das aber wieder benutzen, um daraus den höchstmöglichen Profit zu schlagen. Und ich sage euch ehrlich, Fat Comedy hat sich wohl gedacht, wie kann ich die krasseste Reichweite generieren und wieder in Relevanz gelangen? Ich baller mal dem Oliver Pocher eine, weil ihn sowieso jeder hasst. Okay? War das so gut? Naja, nicht wirklich. Es wird für ihn sehr, sehr teuer. Er wird Relevanz natürlich irgendwie irgendwo erhalten, denn das Ding schießt ja heute komplett durch die Decke. Überall, in allen Zeitschriften. Und man wird wissen, das ist der Typ, der dem Olli eine geballert hat. Will man so in Erinnerung behalten werden? Will man immer mit sowas assoziiert werden? Ich glaube eher nicht.
Aber wisst ihr, das könnt ihr ja auch machen, euch beweihräuchern etc. Aber denkt doch bitte mal darüber nach, welche Wirkung eure Worte auf die Kinder haben und die Jugendlichen haben. Und dass ihr jetzt hier ein paar geballert gekriegt habt, ist nicht fein gewesen. Aber es ist leider, so nennt man ja immer Karma, auch irgendwo das gewesen, was du durch deine Aktion selbst provoziert hast. Du bist hier jetzt zwar Opfer einer Gewalttat, aber du bist selbst Täter. Täter von Mobbing und Diskriminierung und wie du dich nach dem Tod von Kascha verhalten hast. Was du da probiert hast, um von dir und deinen Sachen abzulenken, weil du das tagtäglich im Netz betreibst, war absolut asozial, Oliver. Absolut widerwärtig. Und ich habe das alles gesichert, was du da gesagt hast und was du gepostet hast. Also, wisst ihr, ich fand das echt traurig. Und ich wollte dir auch überhaupt keine Bühne mehr geben, weil für mich bist du einfach nur irgendein Internet-Troll, ein mobbender Internet-Troll, der sich da wichtig tut und der durch die Medien unterstützt wird. Und wenn du wirklich mal in eine Talkrunde gehst, setzen wir uns alle an einen runden Tisch, der kann dir auch gerne deine Lieblingsmedien präsentieren. Und dann reden wir sachlich über das, was du tust. Dann kannst du wiederkommen. Nein, ich, was ich mache, ist kein Mobbing. Doch, Olli, nicht alles, was du machst. Aber viele Teile davon waren erniedrigend, demütigend und erschütternd. Und bei Kascha, wie du dich da verhalten hast, war es absolut erbärmlich. Und jetzt ist die Frage, wie du hiermit umgehst. Haust du jetzt hier wieder drauf? Spielst du jetzt hier, drehst du jetzt Macke oder nimmst du das hin wie ein Mann? Oder versuchst du dich sogar mit ihm und anderen sachlich auseinanderzusetzen? Und Amira, solche Worte sind auch scheiße. Ich verstehe deine Wut. Ja, und ich verstehe auch, wenn hier irgendwelche Freunde von euch sagen, das ist alles scheiße. Ja, aber was Olli macht, ist auch scheiße. Nur damit habt ihr halt einen Haufen Geld verdient. Und nur weil die Medien das strahlen, aber die anderen Worte nicht aussenden, weil sie das fördern, dieses Mobbing, weil sie damit Kohle verdienen, seid ihr noch lange nicht im Recht. Mobbing ist immer falsch, aber Gewalt, du, der das hier ausgeübt hat, ist auch falsch. Das war der falsche Weg. Und wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann gehst du offen auf den zu, kriegst ihn ins Gesicht und dann, wenn daraus was entsteht, dann entsteht das. Aber dann der will damit sagen, wenn du ein Problem hast, hättest du lieber eher zu Olli gehen sollen, hättest ihm das gesagt, Olli hätte wie immer einen dummen Witz gerissen, hätte sich wieder als der Geilste gefühlt und dann hättest du ihm eine ballern sollen. Das kam mir gerade so rüber, als hätte er das damit gemeint. Carsten, Kuss geht raus. Das ist dann auch eine faire Aktion, ja. Aber wenn man einfach auf etwas aufspringt und irgendwas erzählt und macht und tut und fördert damit zum Beispiel, dass ein Mensch auch vernichtet. Leute, lasst doch den armen Nightbot in Ruhe. Immer diese Fitna und was weiß ich. Ich werde das abstellen, damit er auf solche Wörter nicht mehr reagiert. Vor allem sehe ich, man sieht die Nachrichten des Nightbots gar nicht in dem Chat. Also in dem Online-Chat, man sieht es nur in dem Twitch-Chat. Ich schwöre, der arme Nightbot. Der ist hier die ganze Zeit am Arbeiten. Bist du kein Bot? Doch, er ist ein Bot. Der ist aber so eingestellt, dass er auf bestimmte Keywörter reagiert und darauf antwortet. Deswegen schreiben mir die ganze Zeit die Leute rein mit Fitna und was weiß ich alles. Salam, dies, das, bla bla bla. Der Bot wird immer missbraucht. Genauso ist das. Der arme Bot muss hier wirklich Überstunden leisten. Die ganze Zeit. Nicht wird, Oliver, ohne vielleicht wirklich den Hintergrund zu kennen, nur weil du dich auf die Seite stellst, wie du das ja immer machst, auf die Seite der Geimpften oder auf die Seite von denen. Du bist einfach nur jemand, der dahin geht, wo es sich lohnt, du bist jemand, der in der Sonne ist. Und krass, der antwortet gar nicht mehr, der Bot. Da schreibt der Mystery gerade, wir lassen das mit dem Bluff. Wenn man Bluff schreibt, normalerweise antwortet der Nightbot. Der hat die Schnauze voll. Gerne da ist. Und Olli, ja, doch, weißt, antwortet mir wieder. Muss keiner mal über Mobbing erzählen. Ich weiß genau, dafür bräuchte ich nur ansehen, mir deinen Charakter verfolgen, wissen, was deine Eltern früher gelobt haben. Ich weiß, was du in der Schule erlebt hast. Und das ist der Hintergrund von allem, was du in der Schule erlebt hast. Nur wie bist denn der Typ geworden, der lustig geworden ist und der auf Kosten anderer sich halt zum Coolen gemacht hat. Und das machst du seit Jahren mit Mobbing und Haufen Scheiße. Das läuft für dich halt irgendwie. Und jetzt hast du halt einfach mal eine unschöne Reaktion bekommen. Nimm sie wie ein Mann und lerne daraus, dass man nicht unbegrenzt Menschen durch den Dreck ziehen kann. Der sagt, nehmen Sie mir mal, ja, der hat so gezuckt, als würde ein Zug gerade auf ihn zufahren. Was für nehmen wir einen Mann? Und anniedeln kann, denn weil du jetzt gerade erlebt hast, und das ist auch nicht schön und das ist auch nicht fair eigentlich, ja, also ist nicht fair, dass natürlich du jetzt auch dadurch erniedrigt wurdest, das läuft jetzt durchs Netz und das ist für dich und deine Familie unschön. Aber das ist genau das, was du machst. Nur weil das ein Schlag ans Gesicht war, ist das nicht weniger. Dankeschön, Kinder Milo. Was du tagtäglich mit deinen Dingen machst, die du da verbreitest. Kascha wurde nicht geschlagen mit diesen Sachen, die gesagt wurden. Sie wurde im Herzen vernichtet und sie hat sich deshalb umgebracht. Und deshalb für uns alle mal, wenn man hört, dass jemand sowas macht,
dann sollte man sich vielleicht nicht unbedingt daran beteiligen und mitmachen wie so internetfeige Trolle, die irgendwie was posten, sondern sagen, ey, das ist scheiße gewesen. Ja? Und Olli, das, was du hier machst, ist scheiße. Und das, was hier dir angetan wurde, ist oh scheiße. Ja? Also hören wir doch mal mit der Scheiße auf und bleiben mal ein bisschen mehr menschlich und hören auf, Mobbing und Gewalt zu fördern. Dann lässt es auch sein, wenn Dinge passieren, ob von der Politik oder von öffentlichen Personen oder von Privatpersonen, die Dankeschön, klar Shani. Und deutlich sind, die Versagen, die Missstände sind oder die bestimmte Dinge, dann kann man darüber reden, muss man darüber reden, muss sie auch verurteilen. Aber man kann nicht einfach irgendwas nehmen und dann hier mal seinen Bildschirm hochhalten. Man darf aber auch nicht einfach von hinten auf jemanden zukommen und den ein paar knallen, ohne dass er darauf vorbereitet ist. Ja? Und dass er jetzt hier lacht, wo Olli weggerannt ist, ich meine, ist halt einfach mal blöde in dem Moment. Er war mit Sicherheit auch überfordert. Und jetzt kannst du natürlich der Polizei Anzeige machen, aber Olli, weißt du, wenn du damit offen umgehst, dich mit dem an den Tisch setzt und das aussprichst und mal reflektierst, was du eigentlich über die Jahre hinweg gemacht hast, wo du dich so da bereichert dran hast, an dem Leid anderer auch Geld verdient hast, dann kommst du vielleicht mal darauf, dass dich ja einfach jetzt eine traurige Reaktion auf all die Dinge war, die du gemacht hast, die ich hier in keinster Weise aber gutheißen will, aber das waren die Geister, die du selber gerufen hast. Gewalt ist keine Lösung, aber das war scheiße von dir, von ihm, aber auch von uns allen als Gesellschaft, dass wir ja sowas überhaupt eine Bühne geben, dass Fernsehen überhaupt so etwas eine Bühne gibt oder Podcast es zulässt, irgendwelche Podcasts, dass immer Menschen scheiße reden. Habt ihr ja auch über mich, na ja, Mann, stehe ich drüber. Ja? Aber vielleicht lernt ihr jetzt mal daraus. Und Amira, die Worte sind auch nicht fein. Ja? Passt auf euch auf. Hallo, ich bin's, Carsten Stahl. Ich bin Stahl. So, wir gucken uns jetzt im Anschluss direkt kurz das Statement von Amira dazu an, worüber er jetzt gerade hier geredet hat. Ich denke, man ist auch wichtig. Nackt. So, guten Morgen. Eine interessante Nacht liegt hinter uns, hinter mir. Schlaflos und ja, ich habe mich sehr, sehr geärgert. Ihr werdet nach und nach merken, sehen, worum es geht. Leute wachen gerade erstmal auf und gucken mal sich im Social Media um. Oder wenn sie schnell ein Video finden, das gerade herumkursiert. Nämlich hat letzte Nacht so ein arbeitsloser Halbstarker, möchte gern Rapper, Comedian, ich weiß nicht, was er gerne wäre, meinem Mann eine Backpfeife verpasst, aber eine ordentliche. Selbstverständlich. Jani, die sagt Halbstarker und ihr Mann, Betonung liegt auf Mann, zuckt da zusammen. Endlich. Gefilmt und hochgeladen. Leuten zugeschickt, verlinkt, damit man ja gesehen wird. Jetzt pass mal auf, ja? Das Skurrile an dieser Geschichte ist, die Bildunterschrift lautet, die Videounterschrift lautet, das ist für alle, die du niedergemacht hast. Und was auch immer, oder gemobbt und oh, immer dieselbe Leier. Und vor allem... Sag mal, sieht die das nicht, dass ihr Mann wirklich ein Typ ist, den fast jeder hasst? Ja, nee, der hat sich auf Kosten anderer Leute immer und immer wieder belustigt und sich selber als der Krasseste hingestellt. Einiges davon an Kritik, die er geäußert hat, fand ich gut gegenüber wirklich krassen Fake-Influencern. Irgendwann wurde es nur noch lächerlich. Irgendwann war es nur noch dieses, ja, ich mache das Ganze, um relevant zu bleiben, um da noch ein paar Cent abzustauben. Aber kann doch hier wenigstens ein bisschen selbstreflektiert an das Ganze rangehen und sagen, ja, ich kann es verstehen, aber es war trotzdem unter aller Sau. Erstens, dass der Typ feige ankam und ihm eine geballert hat, aus dem Hinterhalt. Zweitens, dass das gefilmt wurde und hochgeladen. Wofür? Um sich selbst damit zu profilieren und Lob zu ernten? Wenn es dir wirklich um die Sache ging, dann hättest du es undercover gemacht, ohne Kamera einfach geballert, damit du dir das von deiner Seele schlägst oder wie auch immer man das nennt. Also, ob man sich nach sowas auch wirklich besser fühlt oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Anzeige wird sitzen. Ne? Die Anzeige wird wirklich hart und sitzen. Das war ja ein geplanter Scheiß. Man hat es ja gesehen. Okay? So könnte sie sich hinsetzen und argumentieren und alle würden hinter ihr stehen. Aber daran erkennt ihr einfach dieses null Selbstreflektierende der Menschen, die sich in der Öffentlichkeit befinden. Niemand sieht mal, versucht zumindest die Sicht von der anderen Seite zu verstehen oder halbwegs nachzuvollziehen. Ja, es gibt kein, okay, ich kann es nachvollziehen, aber mach so, rede so, aber nicht so tun, als wenn man Engel des Todes wäre.
dass du irgend so ein Sam, keine Ahnung, wie dieser eine Rapper heißt, also der da irgendwie vor kurzem mal verdächtigt wurde, ein Mädchen sexuell belästigt oder missbraucht haben. Das ist alles eine Vermutung gewesen. So, natürlich weiß ich, woher der Wind weht, nämlich von dieser Rap-Szene. Oh Gott, ey, ich verachte diese Szene immer mehr. Und ich muss echt sagen, das Interessante dabei ist, dass dieser Typ da, der mein Mann eine verpasst hat, das ist also der Grund für die Backpfeife. Dann frage ich dich jetzt, warum machst du mit einer Shirin David ein Foto, die erste war, die sich auf die Seite des Opfers gestellt hat? Wie? Hat echt? Junge, die hat ihn damit gerade auseinandergenommen, sollte das stimmen. Was ich aber nicht glaube, warum sollte er einem Oliver Pocher, der dieser Nika Irani geholfen hat, mäßig eine ballern, aber mit einer Shirin David ein Foto machen, die diese ganze Thematik erst zum Explodieren gebracht hat? Sie war der Hauptauslöser dafür, dass diese Samra-Thematik überhaupt so groß wurde. Zu 1 Million%. Da steht, das Foto war vor dem Fall. Das ist das, was ich mir nämlich denke, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte er den Olli ballern, aber mit ihr dann ein Foto machen? Doppelmoral des Todes. Ihr schreibt gerade, das Foto war davor und das ist genau dieses Hinterhältige, was ich hier gerade meine, was nicht nur Oliver Pocher an sich hat, sondern anscheinend sie auch. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weiß sie, dass das Foto davor entstanden ist, erwähnt es hier aber nicht, um nochmal diejenigen, die nicht in der Materie drin sind, wie zum Beispiel mich, zu manipulieren. Und es funktioniert. Es funktioniert. Vermeintlichen Opfer. Das passt halt einfach überhaupt nicht zusammen. Also mit dem einen ein Foto machen und dem anderen eine verpassen. Also wirklich, Leute, denkt doch mal nach. Und diese Mobbing und dieses Niedermachen, Leute, das sind alles Menschen, die sich wehren können. Und ein Mensch, der eine Meinung hat. Aber sowas mit Gewalt zu bekämpfen und dann noch zu feiern, schämen müsstet ihr euch, wirklich. Also das ist eine Doppelmoral sondergleichen. Sowas dann noch abzufeiern und zu applaudieren, wirklich gratuliere. Ja. Dass sie das nicht nachvollziehen kann, ist irgendwo verständlich. Es geht immerhin um ihren Mann. Ja? Es geht halt auf der einen Seite um Rapper, wie die selber so schön sagt. Ihr macht euch auch schon ziemlich nice lustig darüber. Nein, es geht auf der einen Seite um Rapper und ich muss da wirklich ihre Meinung teilen, was einen Großteil der Rapper angeht. Ich feiere diese Leute nicht. Das sind Selbstdarsteller. Ja, Leute, die sich immer inszenieren müssen. Auf hart tun, vermitteln Werte, die wirklich eklig sind. Und auch jetzt diese Aktion mit der Gewalt muss nicht sein, man kann es aber nachvollziehen. Ja, man kann es nachvollziehen und im Endeffekt, Gewalt ist nie eine Lösung, ist leicht zu sagen. Aber nicht jeder ist, sage ich mal, mit der Zunge, beziehungsweise wenn es darum geht zu reden, so versiert wie andere Leute da draußen. Und die schaffen es nicht. Und er macht halt seinen Frust so, er schenkt seiner Frust auf diese Art und Weise Ausdruck. Er wird aber dafür auch die gerechte Strafe erhalten. Wie gesagt, das Ding kann sehr, sehr teuer werden. Und es wird auch sehr, sehr teuer. Ob es nur bei Geld bleibt, sei mal dahingestellt. War es das wert, ist jetzt die Frage. War es für ihn das wirklich wert? Das wird die Zukunft zeigen. Also ich bin immer noch der festen Meinung, ich denke mal auch jeder normale Mensch da draußen wird auch dieser Meinung sein. Man hätte das definitiv anders klären können, definitiv. Aber naja, es ist nun mal passiert. Wir können froh sein, dass er keine Faust gegeben hat, sondern nur eine Ohrfeige. Wir können froh sein, dass da nicht noch was Schlimmeres passiert ist und im Endeffekt wird das hoffentlich eine Lektion sein für alle Beteiligten in Zukunft. Ihr seht, wie schnell diese Internetwelt auch ins Private, in die reale Welt überschwappen kann. Deswegen passt auf euch auf, liebe Freunde. So viel dazu. Ihr könnt ja eure Meinung wie immer unten in die Kommentare reinschreiben. Ich küsse euer Herz. Ja.